Todesminen. Todesminen haben wir noch. Okay, da müssen wir noch mal rein. Da müssen wir noch mal rein. Das werden wir auch noch mal tun. So, Dungeon Browser. Der Flammensturm ist abgeschlossen. Todesminen, das machen wir mal weg. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, man levelt relativ schnell. Also, wenn man da so ein bisschen. Wenn man sich allgemein so ein bisschen auskennt. Und nicht ganz von neu anfangen muss, dann ist das schon echt fixe hier. Und wir sind jetzt schon Level 17. Was will der denn? Alter? Stirb? Ich würde sagen, das ist eins von diesen Haufen, die wir noch sammeln müssen. Ja. Nehmen wir mit. Ist das nicht eine schöne Aussicht von hier oben? Und? What the hell? Pikantes Deviat Supreme. Lehrt euch, wie man Dingensbums zubereitet. Esst mich. Eine Sekunde Abklingzeit. Ich glaube, das hat immer so eine echt abartige Drop-Chance. Ich habe das zweimal schon. Nun gut, warum nicht, ne? Den kann man halt verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was dieses Rezept eigentlich für eine Auswirkung hat, aber ich glaube, das war immer relativ cool, wenn man das hatte. Der ist doch schon wieder da, der Affe. Muss ich nochmal gucken. Mein anderer Magier, der kann das ja auch schon. Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, Monate nach diesem scheiß Rezept gefarmt. Trotzdem noch solche komischen Futterdingsies. Ach nee, wenn, dann müsste ich da runter, ne? Ja. In der Tasche. Ich glaube, das geht schneller, bevor ich hier das Casten anfange. Und ich glaube, das könnte sogar reichen, um die Quest zu beenden. Yep, es sind genau 4 Stück. Sehr geil, Mann, sehr geil.
So, jetzt wäre halt trotzdem nochmal so ein bisschen die Todesminen geil. Könnte man dann noch diese eine Quest beenden mit diesem Admiralsfuzzi? Admiral Knurreißer getötet. Ich glaube, wenn wir mehr haben, dann wird das automatisch auch gestackt. Also dann hat man da ein Dropdown-Menü dafür. Kodo von Grohl Domses. Die Kreatur hebt ihren Kopf nicht, aber sie sieht euch mit großen und flehenden Augen Azjolnerup, in denen sich das Wasser sammelt. Kodo von Grohl Domses. Der Kodo ist unersättlich. Ihr hättet die Säcke genauso gut in ein großes Loch schütten können. Das Tier wird bereits wieder munter. Kodo von Grohl Domses. Das riesenhafte Reptil erhebt sich langsam, stellt sich auf die Beine, die lose Erde des Brachlandes rieselt von seinen Gliedmassen, in die das Leben zurückgekehrt ist. Instinktiv stapft das Tier zurück zu seinem Zuhause auf Grohl Domshof. Ihr wollt sicher mit Kanalfis sprechen, um sicherzugehen, dass es der Kodo geschafft hat. Questziele. Sprecht mit Kanalfis auf Kodomshof, um euch zu versichern, dass sein vermisster Kodo heil angekommen ist. Ja, wir haben das gehört, wir machen das natürlich. Und auf geht's, mein Freund. Reiten den Sonnenuntergang! Oder auch, ja, keine Sonne, auch egal. Aber wir gehen zurück, wir geben die Quests ab und hoffen trotzdem immer noch darauf, dass endlich mal einer die blöden Todesminen macht. Die für uns. Nicht mehr lange und das wird weiß. Oder fällt ganz raus. Aber ich würde halt trotzdem noch Höhlen des Wehklagens machen und Burg Schattenfang wenigstens noch. Gut, Burg Schattenfang ist um ein Level verrutscht, aber ich befürchte halt, wenn ich jetzt noch sehr viele mehr Quests abgebe, also wenn ich die ganzen Quests abgebe, könnte das schon ein bisschen schnell gehen, dass wir auf Level 21 sind. Wir könnten natürlich auch so lange warten. Zuck, zuck. Also mal spaßeshalber erstmal die Quests hier abgeben. Auktion Haus. Tortask hat sich also genauso verhalten, wie ich es vorher gesagt habe. In Engeling Roots sprang euch direkt Azjolnerup die Gurgel. Es ist gut, dass Engeling Roots tot ist. Die Stacheleber der Klingenminnen wurden von ihrer Führung im südlichen Brachland getrennt. So ein Tier wie Endengeling Roots sollte solche Macht zweifellos nicht besitzen. Vielleicht können wir ohne seinen Einfluss in einen Dialog mit den Überlebenden treten. Obwohl dort vielleicht auch hitzige Gemüter vorherrschen. Jupp. Wir kriegen einen Stab, den wir zaubern können. Lebt wohl. Und Blizzard! Yeah! Blizzard! Mokra! Flächendamage! Granalfisses, das war euer Werk, Troll? Ja, der vermisste Kodo ist ein paar Minuten rein. Vorwärts zum bedürft, Sieg! Die Wunden der bemitleidenswerten Bestie zu versorgen, aber dank euch ist sie noch am Leben. Und ihr habt die gesamte Fracht gerettet. Bitte sucht euch etwas von der Ausrüstung aus, die der Kodo transportiert hat. Wieso ist das jetzt weg? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Mann. Ich will das nicht aufräumen, weg. So, das ist besser als unseres. Das ziehen wir an. Geben halt die anderen beiden Quests noch ab. Irgendwie hat sich das jetzt geschlossen, weil ich das Questfenster zugemacht habe? Das würde mich aber sehr wundern.
Tochter! Die Stachelhieber werden dafür bezahlen, Sidoria. Ich schwöre es. Ja, ist recht. Man kriegt es. Magierin, ihr habt meine Aufgabe ernst genommen und dafür danke ich euch. Mein Verlangen nach Rache ist zwar noch nicht gestillt, aber ich kann immerhin wieder lächeln, da ich sehe, dass auch die Stachelhieber leiden mussten. Die geben wir natürlich ab, kriegen eine Robe. Ebenfalls zum Entzaubern und ich würde sagen, wir gehen dann nachher einfach mal spaßeshalber nach Orgrimmar und holen uns diese Berufe. Weil die Taschen sind ja doch irgendwie mal fast voll. Halt, warte. Wir haben natürlich eine dazu bekommen und das können wir dann jetzt mal hochsortieren. Zauberungszeugs. Ich glaube, das mit dem zweiten Waffenset, das lasse ich einfach. Das ist mir zu doof, glaube ich. So, das, was zu entzaubern geht, habe ich jetzt da oben reingetan. Genau. Komm, Leute, Todesminen. Los, 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 los! Kraft und Ehre! Una Wolfsklaue ses. Ich sehe, ihr habt euren Weg mit Leichen gepflastert, Troll. Ich hätte es nicht besser machen können. Das Wie ist vielleicht verloren, aber das Land bleibt das unsrige, dank euch. So, geben und weiterlaufen. Das heißt ja dann sozusagen... Was ist denn das noch? Jenseits von Durota. Ach so, in Azshara. Azshara, oder wie auch immer man das ausspricht momentan. Was braucht ihr? Wir wollen erstmal nach Crossroads. Schießen und Gesichtsschmettern. Schlägt einem Räuber der brennenden Klinge mit dem Kolben eines Gewehrs ins Gesicht. Sniper-Elite! Bam! Bitches! Puh! Schon ganz schön anstrengend, so ein bisschen. Was läuft denn da vorne? Der Pilgerer, ein Taurenpriester. Der sieht aber nicht aus wie ein Taurer. Er sieht eher aus wie ein Toter. Ein Toter. Unglaubliche Schießerei. Ich werde versuchen, die Tiere zu beruhigen. Er erstattet Torg Bericht. Er wird von diesem Angriff wissen wollen. Tun wir. Aber erstmal gehen wir zum Flugfuzzi. Gucken nochmal in den Dungeon. Ne, sind wir schon noch drin. 3 DDs, ein Healer. Jetzt fehlt nur noch der Tank. Kann ja nicht so lange dauern, so einen scheiß Tank hier rauszuwäscheln aus dem Ärmel. Und wir möchten hier unseren Ruheplatz machen. Was führt euch hierher? Und den ganzen Schrott hier unten verkaufen. So. Geht mit. Dann wollten wir nach Orgrimmar. Hm.
nach OG. Yo, Mann. Für die Horde. Whatever. Na, wo bleibt der Tank? Fast schon eine Viertelstunde in der Warteschlange. Mein Delay scheint auch wieder ein bisschen größer zu sein. Fly so high über den Wolken. Ai, ai, ai. Nein, ich lasse das singen, das hört sich einfach nur schrecklich an, glaube ich, wenn ich den Mund aufmache. Und versuche zu singen. Das möchte ich auch nie antun. Ich bin gespannt. Und möchte dann sofort auf jeden Fall Sachen entzaubern. Das werden wir, glaube ich, noch nicht können. Wenn ich die ganzen anderen grünen und blauen Gegenstände eigentlich auch nicht verkaufen sollen dürfen. Aber nun gut. Und wir können zum Reitfuzzi und können da uns endlich mal so ein hier Dings holen. Na, sag schon, ein Reit können Teil, also Reiterlaubnis. Glaube ich, wäre schon ziemlich nice. So ist er. Da ist er. Fluglehrer ist das. Moment. Ja, wo ist er denn? Da kann man kaufen. Die P mit den Peons will ich nicht sprechen. Da kann man auch nur Sachen kaufen. Kampfhaustiertrainer? Nee. Okay, ich glaube, ich musste mal eine Wache fragen. Mokra. Klassen. Ja, nehmen wir mit. Na gut, das mit dem Reiten, das können wir später noch machen. Hier drin sollten wir jetzt nur noch eine Quest haben und das ist die von dem Typen da hinten. Ich wollte schon sagen, mir scheint hier ist irgendwie alles schon leer. Na, Leute, was nu? Kommt da oder kommt da nicht hier? Da sind sie ja. Denn doch da wirklich jemand diese blöde Kanone angegriffen. Boah, tauche, geh aus dem Weg, Mann. Ich hoffe, wir machen diesmal den Admiral. Ist ja so gefährlich. Der macht Flammenfäuste. Ich habe Angst. Ich glaube, wir machen keinen Schaden mehr.
Ja, schon wieder diesen scheiß Dolch. Mischt für mich. Nein, warte. Und ich habe ihn trotzdem gekriegt. Oh Mann.